Ja, und bestätigt ist immerhin von der Polizei, dass es sich um eine Amoktat handelt. Als solche wurde dieses schreckliche Ereignis von gestern eingestuft. Und uns zugeschaltet dazu ist jetzt Professor Schlepfer von der Universität Freiburg. Er ist Psychiater. Herr Professor Schlepfer, Sie kennen sich aus mit Amoktaten. Was bringt denn Menschen dazu, so durchzudrehen? Ja, das ist die wirklich totale Verzweiflung. Dieser Mensch hat keine andere Möglichkeit mehr gehabt, als sich auszudrücken, als mit dieser schrecklichen Amoktat, die in jeder Beziehung typisch ist, auch mit der Selbsttötung am Schluss. Die Motivation liegt auch etwas darin, dass er sich selber, dass er mit einem Knalleffekt von dieser Welt weggeht, so tragisch das tönt, ist etwas, das unglaublich betroffen macht, aber das wir hinnehmen müssen als Teil des menschlichen Lebens. Wir müssen natürlich betonen, dass Sie von der Tat, die da sich jetzt abgespielt hat, wenig wissen, aber allgemein über solche Taten was sagen können. Kann man sowas überhaupt verhindern? Nein, das kann man nicht. Klar könnte man sagen, wenn man mit allen Gemeindemitgliedern in diesem Fall alle paar Tage ein Gespräch führt, sieht, ob jemand psychisch massiv belastet ist, aber so etwas ist praktisch ja nicht möglich. Und deshalb ist es etwas, so tragisch es tönt, dass wir hinnehmen müssen. Sie haben gesagt, jemand massiv psychisch belastet. Das heißt, es gibt schon Warnzeichen bei Menschen vor solchen Taten. Also irgendwas ist denen dann doch anzumerken? Nein, ist es nicht. Es gibt ja relativ viele solche Amok-Taten, vor allem in den USA. Die Täter kurz vor der Tat, viele kündigen die Tat an, auf sozialen Medien oder im Fernsehen oder was auch immer, aber unmittelbar vor der Tat, also nicht Tage vor der Tat oder Monate, sondern unmittelbar Minuten vorher, würde man diese Angespanntheit und Wut feststellen können, aber dann ist es zu spät, auch so etwas zu verhindern. Und was führt dann dazu, dass die Menschen durchgehen? Ist das dann quasi ein Auslöser oder hat sich da schon lange was angestaut? Hat sich lange etwas angestaut. Es ist in den meisten Fällen ein verletzter Narzissmus. Also man hat das Gefühl, man hat das Recht auf irgendetwas, man hat das nicht bekommen. Man wurde beleidigt, man wurde zurückgesetzt. Man kann sich nicht adäquat wehren, schon gar nicht verbal, dann greift man zu einer solchen Pistole und bringt Menschen um. Professor Thomas Schlepfer war das von der Universität Freiburg. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne geschehen. Schönen Tag. Ihnen auch.